Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. zusammen mit Hawk. Hallo. Und mir, Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist stockduster mitten in der Nacht und ja, die Lämpchen sind sogar nie die Gartenbeleuchtung. Hawk klatscht sich ein. Und wir sind jetzt hier angekommen bei der Suche. Ich trinke mal eben was. Bei der Suche nach einem. Nach einer weiteren Male, nach Grubs. Und es ist dunkel geworden. Wir gehen deswegen, weil wir jetzt hier sind, da hinten in den Baum mal eben ins Labor rein. Weil wir auch die Aufgabe erledigt haben, dass wir drei. Wie heißt es? Sag mal schnell. Drei. Genetfass, also drei Fliegen getötet haben. Und wir müssen jetzt aufpassen, hier waren ja Spinnen. Einfach nicht stehen bleiben. Sind Spinnen eigentlich Nachtak? Boah, nee. Einfach nicht stehen bleiben. Einfach nur hier jetzt sofort, zack, von oben rein. Wo bist du denn? Bist du bei mir? Ist das, hier unten ist doch gar nicht der Eingang. Doch. Wir müssen rennen jetzt herum. Hinterher. Komm. Okay, ich bin bei dir. Ich renn hinter dir. Sprengst du da drüber springen einfach. Wow. Ich bin drin. Ich bin auch drin, okay. Weiter rein, bevor die nachher wieder reinbackt. Oh, Mann, ey. So. Können wir was analysieren? Ich habe nichts zum Analysieren. Aber vielleicht kann uns der Roboter jetzt halt eben halt auf hier was sagen. Kann den Hide analysieren. Ah ja, mach das mal. Okay, wir haben jetzt drei Quests. Eine direkt erledigt. Ach, die gibt uns nur Punkte. Die sind sofort erledigt. Wir müssen dann gar nicht hierher zurück. Wir kriegen dann automatisch diese Punkte dafür. Diese Forschungspunkte. So, wir haben jetzt zwei Quests noch offen. Und zwar Acid Gland. Und Explorer Fallen Oak Branch. Okay. Grub Leggings und Grub Goggles. Okay. Multi-Storage. Hier gibt's einen Floor. Für 1000 Forschungspunkte können wir einen Floor bekommen. Dann mache ich das jetzt. Ja. Jo. Das sind Stufen. Ja. Und hier gibt's noch ein Scanner-Upgrade. Ach komm, ich bezahle das jetzt. Mit dem Scanner-Upgrade können wir jetzt noch leichter Science entdecken, die in der Nähe sich versteckt hält. Ach so, hier diesen der links unten ist ja diesen Scanner da, oder? Genau. Okay, gut. Ich denke, dann sind wir hier fertig. Dann könnten wir wieder gehen. Ist halt blöd, dass wir hier nicht schlafen können. Aber vielleicht können wir hier auch ein Zelt drin aufstellen. Warte mal. Was war das? Base Building? Nee. Utilities? Lean-to. Hast du Cloverleaves dabei? Wir können es hier nicht bauen. Ich hätte welche, ja. 6 Stück. Du hättest welche. Vielleicht lässt es sich da bauen, in der Höhle. Nee, wir können das hier nicht bauen, leider. Dann müssen wir wieder raus. Oh Mann, wie ich mich freue, jetzt da wieder raus zu müssen. Weiß hier ja unten gab es, ne? Wirklich nichts. Das sieht halt schon irgendwie so aus, als ob man hier noch was machen könnte, ne? So. Tja, ist nix. Das hin. Ja, wieder raus. Der Scanner zeigt an, dass es hier noch Raw Science gibt, aber. Leider nicht. Nee? Ah, hier, da. In die Richtung wird's stärker. Ja. Hier wird's wieder schwächer. Wahrscheinlich oberhalb oder unterhalb, also da ist ja. Diese Höhle, ne? Ja.
muss so sein, ja. Pass auf, wir sollten möglichst gemeinsam und möglichst schnell rausrennen, eben Ausdauer voll haben, dass uns die Spinne nicht packt hier. Und, also ich bin voll. Okay, dann warte. Auf 3, 1, 2, 3. Links rum, links rum. Also die Spinne. Ah, rechts rum. Spring hier einfach hoch, renn. Ja, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Einfach hier hoch, scheißegal, ich glaube, die kommt hier nicht hoch. Ja, hier kommt die nicht hoch, haha. Naja, das ist eine Spinne, ich wüsste nicht. Also ich wüsste wirklich keinen Grund, warum eine Spinne hier nicht hochgehe. Aber wir sind hier scheinbar safe, okay. Ja, wir können uns hier natürlich jetzt so ein Lean-To bauen, um hier eben zu pennen. Weil. Was will er denn? Oder einfach durchrennen? Das sieht aus wie eine schwarze Suppe, man sieht ja echt gar nichts. Weiß ich nicht, was meinst du? Also ich würde sagen, durch. Dein Ernst? Ja, die Spinnen sind da eh das Schlimmste eigentlich. Okay, also sagen, in die runter. Richtung, ja, da runter ist schon richtig, ich bin mal hinter dir. Ach cool! Ich häng an dem, ich bin geflogen mit dem, ja, mit dem Gleiter, das war jetzt das erste Mal. Ui. Hier sind überall Wassertropfen. Oh, direkt mit dem. Aus rein. Guck mal, wie viele, die kommen scheinbar hauptsächlich nachts, wa? Ja. Ja, das ist jetzt wieder von der Flasche hier. So, warte mal. Wir müssen weiter nach rechts in die Richtung. Bist du bei mir? Oder? Ich, ah ja, du bist da. Okay, ich laufe hinter dir her, ja, jetzt. Mach du, Mann. Lauf ich jetzt richtig? Ja. Ja. Hat auch was nachts, ne? Mhm. Definitiv nochmal was anderes dann. Was ist? Da müssen wir weiter. Ist ja noch ein Stück, wa? Hier ist irgendwo Forschung in der Nähe auch. So, wollen wir versuchen, die zu finden? Ich weiß gar nicht, warum bei dir da eine Einstellung und meiner nicht. Wir kommen näher. Hier muss es sein. Bist du denn jetzt hin? Nein. Es muss irgendwo da sein. Hier ist ganz nah. Also irgendwo hier muss es sein. Wahrscheinlich hier in den Stein oder auf den Stein, in den Stein, unter dem Stein. Also von hier oben sehe ich nichts. Jetzt bin ich ganz nah. Ach, alle hier, drei. Da. Hier, da oben. Hier, da. Ach, Tatsache. Ja, sammel ein. Cool. Auf dem Strohhalm. Bist du da jetzt hochgesprungen? Kommen wir so hoch? Ja. Oh ja. Wow, yeah. Autsch. Okay. So, wir müssen weiter in die Richtung. Wohin? Da. Ich gehe über die Blätter. Mach das. Oder auch nicht. Wie viele Punkte waren das jetzt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Hm? Wie viele Wissenschaftspunkte? Ich glaube 200. Das ist doch ganz nett. So, hier ist schon wieder die Maschine, der Tümpel. Und dann ist da unsere Heimat, jawohl. Sehr schön. Home sweet home. Dann lass uns pennen, oder? Ja, ja, definitiv. Oh, nochmal ein Stückchen trinken hier. Gut, so. Jetzt gucke ich mal bei dem Dew-Collector. Ja, da ist, oh, da sind zwei Tropfen dran. Es ist natürlich wirklich genial, dass das Ding da ist. Dann noch ein paar Pilze. Kann man die Pilze denn jetzt einfach hochfressen? Ja, die Pilze kannst du so essen, ja. I'm not picky. Ja, 4, 5 Pilze machen das ungefähr voll. Okay. So, wir können jetzt einen Floor bauen. Ich baue den mal hier rein. Craft.
Base Building, Floor, weil das, die sind einfach aus Grasplanken gemacht. Das ist also nicht viel. Und jetzt macht es halt auch Sinn, dass wir hier die Planken haben. Da muss was weggemacht werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier wegkriege jetzt. Ja, das geht weg. Was denn? So. Jawohl. Okay, können wir bauen. Was baust du da hinten? Ja, die Dinger hier. Nee, da hinten ist so ein Blueprint noch. Was? Achso, ja, das ist so ein Ding, was du in der Hand hast, die Gras-Store. Ah, okay. Weil wir hatten ja gesagt, dass wir hier dann am Lager direkt auch so Storage-Dinger bauen. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Wir können die hier dann auch, ich weiß nicht, ob man die abreißen kann oder... Ja, eigentlich schon dann, ne? Also wenn du Gras brauchst, hier bei mir liegen ganz viele. Ja, wir haben noch ganz viel in dem Lager auch. Das lief eh schon über. Ich hole die jetzt einfach alle weg da. Ja gut, wenn du da so viele liegen hast, dann... Ja. Brauchen wir aber viele von auch für die Wände und so, ne? Ja, die Wände kommen auch noch, genau. Die Tür cool. Die Stümpfe, die da unten jetzt sind, ne? Die können wir mal stehen lassen. Vielleicht wachsen da die Gräser irgendwann nach. Hm, können wir mal beobachten. So, machen wir auch noch ein Fenster hin, wa? Oh, ein Fenster auf jeder Seite, oder? Ja. So. Ich glaube, hier ist nochmal eine Pustel, oder? Ja, hier sind sogar zwei. Drei. Vier. Hier sind auch viele. Bei mir. Ja, dann wachsen die wohl nach. Also, ich habe mir schon gedacht, dass die nachwachsen, weil Pusteblumen ist ja so, dass, also eine Löwenzahn ist halt Unkraut. Und, dass das schnell wächst. Das wissen wir ja. Also im Prinzip musst du hier Richtung von unserer neuen Hütte hinter diesen komischen Stein, der da ist, dieser große, da wo ich dieses komische Dingschen gebaut, hier davon, wo ich jetzt gerade komme. Ja. Wenn du nach dahin läufst. Da ist dann was? Ja, hier, Fußblume. Zumindest waren da viele. Ich sehe keine. Er muss ein Stückchen laufen. Ah, da. Was du mit den Ameisen? Ich stehe hier nur, eigentlich gar nichts. Komm jetzt wieder zu dir. Ich höre Rasen, ja. Was so gut ist. Voll die Wüste hier, ne? Ja. Wie so alles verdorrt. Hier liegt noch ein Weedstem bei mir. Okay. Oh mein Gott, was ist das für ein Riesenkäfer da hinten? Ist das so einer, der mich angegriffen hat? Zeig mal. Was sind das? Kennt das schlecht. Das sind solche Falter hier, diese. Wie heißen die? Okay, ja, ich.
Die graben sich ein. Ich bin mal weg. Ah, da ist auch noch irgendwie was. Was ist das denn für ein Ding? Da brauchst du die bessere Axt für. Ah, okay. Oder? Und was ist das hier? Wie wär's, wenn du erstmal den Kram zurückbringst, bevor du... Eine Hake! Tatsache. Ja, lauf hoch. Ist das eine Spinne? Nee, das sind die Käfer ja, auch. Diese Käfer. Okay, die werden uns hier groß. Oben ja wohl nichts tun, oder? Naja, die kennt man, ne? Ja, die habe ich schon mal gesehen, also im echten Leben zumindest. Sind das nicht so was wie Motten? Nee, ach, das sind so... Ja, das sind halt Käfer. Hier sind ganz viele Sonnenblumen. Guck, wir können fast ins Haus von hier. Fast. Da ist ein Käfer drauf. Was ist das? Siehst du das? Das ist so einer, der mich vorhin angegriffen hat. Okay, also Abstand halten. Ja. So, warte mal. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu unserer Hütte? Hinten ist ein Schuppen vor uns. Siehst du das? Ja. Ich mag so Tiefenschärfe. Ist eigentlich nicht mein Ding. Ich halt alles, aber ganz gut rüber. Ja, es ist hier ganz gut gemacht, aber normalerweise hasse ich das. So, jetzt erstmal schauen, wo wir hin müssen. Da in die Richtung. Ja, müssen wir uns merken, dass wir hier relativ in der Nähe sind von diesen gefährlichen Käfern. Also ich nehme an, dass sie gefährlich sind. Wofür habe ich eigentlich die Weedstems geholt? Ich habe keine Ahnung. Weil wir brauchen die hier nirgendwo für. Ist ja egal, lieber haben als brauchen. Ja, haben ist besser als brauchen, das stimmt. Eins meiner Lieblingsmottos. Was ist das denn? Was ist? Hier ist ein infizierter Weevil. Was, oh mein wo? Gott, was bei mir? Wie weit bist du weg? Was? Die explodieren! Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie weit bist du denn weg? Ach, du bist ja ganz weit weg, um Gottes Willen. Ich bin da noch bei der Hake bin ich noch. Ich bin da runtergesprungen, wollte zu so einen Löwenzahn und dann sind die da auf einmal. Okay. Und ich habe irgendwas von denen gekriegt, was wir wahrscheinlich wieder... Das kommt davon, wenn man zu neugierig ist, ne? Ich wollte doch nur den Löwenzahn hier haben. Ja, ja, das sagt man dann immer. Ich bin halt runtergesprungen von dieser Hake und dann, ja. Und dann kamen die schon. Ja, ist ja auch so per se nichts gegen einzuwenden, ne? Gut, gut, gut. Bist du schon, also. Bist du noch bei uns an der Bude, ja, ne? Ich bin bei uns an der Bude, ja. Ich bin nochmal ein bisschen Holz mit dir. Ich zimmer noch den Rest zusammen und dann können wir in die Hütte schon mal die Kisten bauen. Damit wir unseren Kram da oben hinbringen können. Dann können wir nämlich auch das Zeug weglagern, was wir momentan nicht weglagern. Ja, die Grashalme wachsen neu. Wir müssen die Stümpfe also weghauen. Weil jetzt wachsen sie uns hier in unsere Hütte rein. Okay. Ich baue hier hinten nochmal so ein Storage, ne? Ja. Für Holz. Mach mal. Lock Pellet. Weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch drunter komme, um die kaputt zu hauen. Ja, das geht. Shit. Scheibenkleister. Ja. Klepp ruhig das Holz weg, Idioten. Ich krieg nicht. Ich krieg den einen nicht platt da. Hast du noch irgendwo Holz rumliegen? Ja, im Lager hab ich das hingebracht. Achso, im alten Lager. Ja. Dann bring das mal alle ins Neue, ne? Ja. Okay. Okay.
Sieht aus. Wäre natürlich geil, wenn man die Ameisen für einen arbeiten lassen könnte, ne? Oh ja. Ich glaube, dass hier eine Wand kaputt gegangen ist, weil da wieder ein Grashalm durchgewachsen ist. Okay. Ich meine zumindest, dass ich die gesetzt hatte, aber... Sag mal, warte mal, bevor wir das weiterbauen, ne? Ja. Macht das nicht Sinn, wenn wir die Tür auf der anderen Seite bauen? Wir können da ja auch noch eine Tür hinbauen. Dann reißt das Fenster da wieder ab. Achso, da muss dann eine Treppe vor, ne? Ja, kannst du reinspringen. Ist alle raus, ja. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Oh, ich wollte gerade sagen, deswegen kann ich das Ding nicht mehr abreißen. Oh, weia. So, da müssen wir kurz pausieren. So, da sind wir wieder. Wir haben ungefähr 2 Minuten verloren. Pi mal Daumen, genau. Jetzt müssen wir die eben nachholen. Ja, das geht. 2 Minuten, da kann man mit leben. Ja. So, dann baue ich jetzt noch eben den Stack hier leer. Und dann ich frage mich gerade, ob das so eine gute Idee war, dass ich dieses komische Lockding da hingebaut habe. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn wir Ameisen brauchen, dann haben wir jetzt auf jeden Fall welche. Ja, das Problem ist ja, wenn du, ich glaube, wenn du ein Haus. Jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen. Kaputt. Echt? Ja, Spiel ist schon wieder abgebrochen. Ja, okay, Leute, dann habt ihr jetzt kurz nur Audio. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen, hoffen, dass es euch gefallen hat und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.